Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir zocken gleich noch eine Folge. Wir haben heute Samstag, den 3. Dezember, 23.05 Uhr. Ja, und wir werden, weil das Spiel ist im PlayStation Plus Premium Abo, noch bis zum 20. Dezember enthalten, also morgen ist der 4., dann haben wir noch 16 Tage. Ich zeichne deswegen alles immer in 1080p hoch und nicht in 4K, weil ich werde bestimmt am Tag jetzt 8 bis 10 Stunden das Spiel zocken, damit wir das in diesem bis zum 20. Dezember komplett durchzocken können, weil das wahrscheinlich sehr groß ist und sehr viel Spielzeit hat. Ein Moment, ich mach mal eine Apfelschorle. Albi, heimischer Apfel aus deutschen Äpfeln. Ja, weil mir geht langsam die Bio-Zitrone aus und Amazon hat schon ein bisschen Lieferschwierigkeiten, nicht Schwierigkeiten, aber ich hole die Bio-Zitrone nicht so gern bei Edeka. Ich habe da jetzt bestellt, weil die haben oben den dunkelgrünen Kopf drauf, also diese Plastik-Zitrone, und die von Amazon hat hellgrün, ein hellgrünes Teil oben drauf, und da hat man eine viel bessere Süßungsleistung. Ja, so. Aber ich habe mir bei Amazon dreimal Apfelsaft geholt, eigentlich für den Korn, den ich hier noch habe. Ja, kann man natürlich aber auch. Ich habe schon ein großes Glas vom Münchner Oktoberfest. Das gab es mal bei Aldi. In dieses große Glas, 1 Liter, passte diese Dose genau rein. Und ich habe mir eigentlich die 1 Liter Dose Paulaner für dieses Glas geholt. Ja, und das ist jetzt fast ganz voll. Und da trinken wir jetzt gleich schön raus. Und genießen Assassin's Creed Valhalla auf der PS5. Ich habe die Grafikeinstellungen alles auf Qualität gestellt und habt ihr in 1080p, wenn ihr das seht, die beste Grafikqualität, die die PS5 leisten kann. Und ich habe einen sehr geilen Fernseher mittlerweile. Das ist der Samsung Q80A in 50 Zoll. Den kann ich uneingeschränkt empfehlen. So, jetzt geht's los. Ich werde da sein. Ich ebenso. Mhm. Willst du dich an Erlek versuchen? Wer bist du? Ich gehöre zu den Ragnarsons. Wird Zeit, den Rambok einzusetzen. Burke wollte einen Kampf. Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Ja. Es kann losgehen. Zeit, ein Königreich zu erobern. Naja. Spielerstärke 20. Ich glaube, wir sind, glaube ich, 10. Was wollen wir eigentlich mit ihm anstellen? Wenn wir das schaffen. Gilbert, stimmt etwas nicht? Ich kenne diese Männer. Ich habe eine Tafel mit ihnen geteilt. Vor 2 Wochen noch hat Leofried mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden. Nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein. Schon gar nicht mit Leofried. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Halte mich nicht für einen Feigling. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Freunde nicht töten. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung. Brutales Spiel ist das diesmal. Dieser Teil. Ganz schön brutal, aber ist geil. Die Story ist auch absolut Bombe. Könnte mein Lieblingsteil werden. Origins habe ich
Let's Played und auch Odyssey. Auf Steam über den PC, ne? So, geht los. Zerstört das Tor! Oh, flachtet die Soldaten ab! Über den König gehört mir! Los jetzt! War der zurück? Gleich haben wir es. Jetzt? Gleich ist es hin! Oh ja. Boy. Noch war der zurück. Ja. Alter Bombe, Alter, ist das geil gemacht, ey. Headset ist auch super geil, was ich habe. Jawohl. Ich sag ja, das ist brutal. Oh, das klingt einfach und schnell. Geile Optik, ne?
Moment. Haben wir hier einen Schnellreisepunkt? Ja. Dahinter. Meistens speichere ich hier nochmal, weil man glaubt, dass man jetzt hier so runterspringen kann. Wollen wir sehen? Ah, hat geklappt. Ist manchmal auch schon schief gegangen. Wie weit ist der Schatz weg? Das gehört nicht hierzu. Vorbei, Burkert. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Ceolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Eine hübsche Rauferei war das, was? Aber ein kleiner Etterling fehlte bei alledem. Wo war der Sohn unseres Königs? Ceolbert war dabei. Vielleicht hast du ihn verpasst. Deine Lügen entsprechen deinem Wesen, Eivor. Groß und kühn. Brief an Mersild. Meine liebe Schwester, es tut mir leid, dass ich nicht schon früher schrieb. Mittlerweile dürftest du erkannt haben, dass ich doch nicht nach Hause gekommen werde. Die Dänen sind weiter ins Landesinnere vorgedrungen und König Burdred hat sie immerzu herausgefordert. So sehr sich mein Herz auch danach sehnt, abzureisen, so sehr ruft mich doch auch die Pflicht, denn so viele Menschenleben, Menschenleben stehen auf dem Spiel. Solange ich hier bin, kann ich sie beschützen, selbst wenn ich dafür mein Leben geben muss. Ich weiß, du wirst das verstehen. Wie geht es, Herodre? Ich kann noch immer nicht glauben, dass dieser Sohn eines Apfelbauern mich zum Onkel machen wird. Dein Bauch muss jetzt schon recht groß sein. Ich weiß noch, dass du sagtest, wenn es ein Junge werde, würdest du ihn nach mir benennen. Ich bete jeden Abend, dass es ein Mädchen wird, dein dich liebender Bruder. Leofried scheint sich mit Burgred nicht einig zu sein, aber er bleibt pflichtbewusst und loyal. Hilfe, Grusuf, werter Lord, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich wohl auf. Ich danke dir zutiefst und verspreche, dass diese Männer nur gerufen werden, wenn es
unumgänglich ist. Wir bekämpfen weiterhin die Anfallenden ohne Unterlass. Ich als Wiss lässt Grüße ausrichten. Es geht ihr gut, nur hege ich wie auch mein Kriegsahn den Verdacht, dass sie daran zweifelt, ob wir diesen Krieg gewinnen können. Doch es ist ohne Belang. Ich bin der Heerführer und ich werde mein Land bis zum bitteren Ende verteidigen. In Gottes Furcht, der König von Mercia. Burgred hat Hilfe gesucht, mächtige Männer angeworben. Aber wer sind diese Krieger, von denen er spricht? Burgreds Tagebuch. Heute habe ich erfahren, dass der sich Halfdan nennt, Mercia verlassen hat und sich durch seine Brüder vertreten lässt. Er scheint weitergezogen zu sein, als wäre meine Entthronung schon beschlossen. Doch er täuscht sich sehr. Von mir aus sollen die Heiden Herefo behalten. Sollten sie dort die alten Könige Messias ausgraben und ihre Knochen im Land vereiteln. Es kümmert mich nicht. Ich werde mich nicht von diesen jämmerlichen Versuchen meines Rufs zu schaden beirren lassen. Sie glauben, sie könnten das Volk gegen mich aufbringen. Nein, die Mercier werden für ihren König kämpfen, ob sie wollen oder nicht. So, das haben wir hier alles. Königliches Abkommen an den allmächtigen König. Wir haben eine Abmachung, jedenfalls, falls es immer noch dein Arsch ist, der den Thron von Mercia wärmt. Wenn diese Nachricht ankommt, was ich weiß, ist folgendes. Die Ragnarossons sind mit jemandem von deinen Leuten im Gespräch. Sein Name ist Ceowulf. Zusammen schmieden sie einen Plan, dich zu stürzen und ihn an deiner Stadt einzusetzen. Ein Nordmann namens Sigurd ist eingetroffen und hat sich mit den Brüdern verbündet. Der Angriff wird bald erfolgen. Halte deine Männer bereit. Was deine Geheimverstecke angeht, sind diese vorerst sicher. Doch damit es auch so bleibt, musst du bezahlen. Ich erwarte deine Antwort, doch bitte schick mir dieses Mal einen hübscheren Gesandten. Ein Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem. Womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier. Kennst du dieses Zeichen? Tonas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Burgred eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Theopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Theopedun. Über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setze dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst. Du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Brauchen wir Bergrit? Burgrit? Wirklich? Eine Ahnung, wohin Burgrit gegangen ist? Die Spur führt zu Tonna. Gehen wir. Wir verlieren Zeit. Tonna ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken.
Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, wenn du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und deine Axt. Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Ivar ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halte ihn von Ivar fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister. Falscherei. So, Falscherei. Nur da sind wir momentan nicht. Hier unten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir da sind. Ein neues Zuhause. Deine Siedlung ist dein Zuhause. Ach so, ja genau. Wir müssen erstmal Falscherei machen. Richtig. Mal gucken, wo das auf der Map ist. Ja, hier sind überall noch Reichtümer, ne? Da können wir, wenn wir hier einen Schnellreisepunkt haben, immer noch wieder hin. Dann wollen wir mal hier hin. Kommt man nicht durch. Dann glaube ich hier durch. Einmal durch. Oh, das geht. So. Okay, das sind Wölfe, ne? Das geht sicher nach hinten los. Behalte einfach einen kühlen Kopf. Fertig, richtig! Oh, der Wolf kommt immer noch. Einfach einen kühlen Kopf. Ruhig, Ivar. Eivor und ich werden uns darum kümmern. Sigurd, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Ivar und Ubba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Ivar ihr den Schädel spaltet. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Wir kommen gleich zurück. Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Hehl schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Ubba brauchte ihre Männer und ihr Wissen. Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrad nicht besiegt hat. Ich habe gehört, Tona schöne Menthol. Weiches Silber. Hülse. Und hartes Mittel. Von Gizeh. Beides deutet nicht auf ich kann die Dunkelgrünen von Gizeh empfehlen. Kann, was bringt sie uns? Menthol extra. Sind die diese Menthol extra in dunkelgrün? Ivar sagte, du sollst deine Axt mitnehmen. Spart Tabak. Da sind sie ja. Wie erwartet. Wenn sie an dir gefallen findet, rede du weiter. Ich glaube, du bist eher nach ihrem Geschmack. Nein, nein. Das ist deine Herausforderung. Kommt schon.
Trödelt nicht so. Ach, sie wieder, ja? Die können wir schon. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Ja. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Nenn mich nicht so. Ich verzichte. Kein Interesse. Und warum nicht? Man sagt mir eine äußerst begabte Zunge nach. Die du anscheinend nur zum Kakehlen benutzt. Eine Zunge, Alter. Zum Lecken, Alter. Der Fotze, Alter. Das ist geil gemacht, wo ey. Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen. 100 Kilo Schweinefleisch. Die leiseste Ahnung davon? Wir haben so eine Frau hatte ich auch mal. Aufzeichnungen eines Handels. Ihr beide habt eine Vergangenheit. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest aber gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Du könntest sie bezahlen. Einverstanden. Die Hälfte, mehr bekommst du nicht. Ich werde dich nicht bezahlen. Gewinne Spottstreite, um dein Charisma zu erhöhen. Ich weiß nicht, ob wir so viel schon haben. Ja, das ist so eine dicke, ne? So eine nicht so hübsche. Also ich habe ja einige Frauen in meinem Leben gehabt und ich hatte eine, die hieß Tina und die sah nicht ganz so toll aus, aber sie war im Bett eine absolute Granate, also da kann überhaupt keine andere Frau, die ich hatte, mithalten. Ja, ich sag nur 100 Kilo Schweinefleisch. Ich kann euch mal eine gute Band empfehlen, die kennt bestimmt fast keiner. Dimple Mainz. Dimpel wie Dimpel und dahinter Mainz. Mhm. Da gibt es auch ein Lied, das heißt 100 Kilo Schweinefleisch. Also Fleisch. Wollen wir mal gucken, ob wir hier... Sie können das nämlich gut mit der Zunge, ne? Wir wollen mal sehen. Wir haben das Geld nicht. Geht nicht. Willst du mich für dumm verkaufen? Ich halte euch für Bettler. Der Geruch der Verzweiflung haftet euch an wie Kuhdung. Mein Preis ist mein Preis. Und? Können wir nicht bezahlen, weil wir es nicht haben. Du hast mich schon verstanden. Ich kriege, was ich will. Dafür sorge ich schon. Nein, nein. Diese Gelegenheit ist vertan. Und wenn ihr euch hier noch einmal zeigt, zerlegen wir euch Glied für Glied. Das Toll. Das ist nicht der Ausgang, den ich mir erhofft hatte. Nee, ich auch nicht. Ich hoffe, du hast einen Plan. Tona behält ihre Handelspartner genau im Auge. Wenn Burgred Aufzeichnungen hat, dann sie sicher auch. Irgendwo hinter diesen Wänden. Sieh, was du findest. Ich gehe zurück zu den Brüdern. So, da wäre ich jetzt einmal gespannt, was das zu bedeuten hat. Das Tor bleibt geschlossen. Wenn sie sich nochmal nähern, tötet sie! Falscherei. Suche Tonners Lager nach Hinweisen ab. Ja, wir können sie natürlich töten, aber das, wie viel haben wir überhaupt an Kohle? Das muss ja hier irgendwo... Ach, hier wahrscheinlich, ne? Wir haben... Stärke 9 sind wir erst. Das ist eigentlich auch ein Gebiet für Stufe 20 an Stärke. Tasche... Eine Rune, Sammelobjekt. Das haben wir. 205 Silber. Da wollte sie das 500, glaube ich, haben. Ja, haben wir nicht. Ja, trotzdem können wir das hier weitermachen wohl. Wir müssen. Und in die Basis hier rein. Und da mache ich dich Stress machen. Also, so kann ich mir das nur vorstellen. Weil nochmal mit ihr falschen, das wird jetzt wohl nichts.
Das gehört dann aber auch so zum Spiel. Empfohlene Stärke, seht ihr ja, 20. Vielleicht wäre es auch gut, dass wir wieder nach Hause gehen und da erstmal weitermachen. Wir versuchen einfach hier reinzukommen. So. Machen wir einfach. Wir sollen hier nach Hinweisen suchen, ne? Werden wir wohl irgendwann entdeckt werden. Thomas Haus. Vielleicht finde ich dort etwas Nützliches. Aha. Oh. Die haben wir schon erkannt, wa? Oh, das sind starke Gegner. Hier rein. Schön, dass wir auf einen leichten Schwierigkeitsgrad spielen. Wieder neue Pfeile ist immer. Wo ist der Bastard? Du entkommst nicht, Trolldirne! Erinnerst du dich? Die andere Seite. Jetzt bezahlst du. Oder du. Wir kriegen die Pfeile immer wieder zurück. Das ist der Vorteil. So. Und hier machen wir das rein. Ne, da geht's wieder raus, ne? Sehen. Und sind wir hier? Ich weiß bloß nicht, wie man. Da müssen Informationen sein. Das wurde zumindest so gesagt. Ich weiß nicht, wie man eine Etage tiefer kommt. Tiefer. Na komm runter da. Nicht schlecht. Mal sehen, was du zu verbergen hast, Tona. So, hier sind wir genau richtig. So. König Burgretts Angebot. An diejenigen namens Tona. Dir wird aufgefallen sein, dass beträchtliches viel Silber zu deinem Lager gesendet wurde. König Burgret will dich um eine kleine Gefälligkeit bitten, nämlich um deine Augen und Ohren im... Okay. Achte vor allem darauf,
oder Tempelburg erwähnt werden. Sollte diese Orte je Teil der Pläne der werden, lenke sie davon ab und erstatte der Krone sofort Bericht. Wenn du dies für den König tust, werden deine Truhen nur so überquellen. Gezeichnet, ein edler Diener des Königs von Mercia. Das könnte ein Anhaltspunkt sein. Anscheinend hat Burgred Tuna bezahlt, um die Ragnarssons von zwei Gebieten fernzuhalten. Möglicherweise Burgreds Geheimverstecke. In einem davon könnte er sein. Das hast du nun von deiner Habgier, Tuna. Gut, zurück zu den Brüdern. So, haben wir schon mal was gelernt? Ich glaube, mehr brauchen wir auch gar nicht. Glaube, jetzt können wir wieder raus. Mehr brauchten wir nicht. Wunderbar. Das geht natürlich nicht, aber hier geht's wieder rüber. So, haben wir sogar noch eine Menge Gold, Silber gespart. Insofern war das jetzt vielleicht sogar besser. So. Eivor, hast du etwas herausgefunden? Ja. Legra Kester und Tempelburg. Was wissen wir über diese Orte? Legra Kester ist ein großes Dorf. Und Tempelburg ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da. So schnell wie möglich. Und was machen wir mit Torna? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Der werdet ihr nicht mehr begegnen. Es sei denn, ihr wollt auch nach Helheim. Mein Silber, wenn ich bitten darf. Ah, sie kommt ganz nach mir, Bruder. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legra Kester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Also das habe ich auch noch nicht gehört, das Wort Sackschweiß, Alter. Sackschweiß, Alter. Da sind wir auch schon Stärke 14. Was ist denn das da oben? Das Gelbe. Weiß ich nicht. Ach, die hatten da noch Reichtümer. Aber trotzdem, das war, glaube ich, wieder das mit Tonner. Gerüchte über das. Ja, genau, das haben wir neu. Kapitel 2. Ist das schon. Sprich mit Sigurd. Finde Iva und sprich mit ihm. Iva. Ja, wie weit ist das weg? 1,3 Kilometer. Sackschweiß, Alter. Wort. Ich bin ein Deutscher und ich habe einen großen Wortschatz in meinem Repertoire, aber Sackschweiß habe ich noch nie gehört. Aber kann ich mir schon vorstellen, ja. Gibt es Sackschweiß. Na, das passt. So. So. Neue Pfeile, ja. Kann man immer gut gebrauchen.
erstmal zu dem Iva. Ach, das ist unsere neue Festung, die wir erobert haben. Also das Headset kann ich uneingeschränkt jetzt empfehlen. Das ist das SteelSeries Arctis 7P Plus Wireless. Hält 30 Stunden der Akku. 150 bei Amazon. Listenpreis 200. Mach darauf eine PS5 3D Audio. Und ich denke mal, das haben wir hier bei Valhalla auch. Spider-Man hat 3D Audio, aber auch Vanguard zum Beispiel. Call of Duty Vanguard hat das auch. Ich zieh lieber die Kapuze auf. Ach so, okay. Denn? Finde ihn. Ja gut, der sollte ja hier irgendwo sein. Zeigt dann, wenn man näher dran ist. Doch, er zeigt es noch an. Sind wir hier richtig? Ja, noch ein bisschen nach rechts. Er ist ja nicht zu verfehlen mit seinen Haaren. Ist das sie oder was? Nee. Ja, das ist blöd. Wenn man näher dran ist, zeigt der nicht mehr an, wo der ist. Ich sehe das ja hier. Zeigt er jetzt den Punkt an? Wenigstens den, den wir markiert haben. Nee, und das ist neu bei Assassin's Creed. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Das war noch nie der Fall. Jetzt ist er in dem Haus hier drin. Na, jetzt kann man wirklich sich hier dumm und dusselig suchen. Ich weiß ja, wie er aussieht. Nahe Quest anzeigen. Ach so. Was ist das für ein... So, ne? Gerüchte über... Finde Iva und sprich mit ihm. Ja, wo ist er? Wo soll er denn sein? Weil es... Er zeigt es nicht mehr an hier. Ne? Ein Hund. Der muss hier aber irgendwo sein. Ein bisschen weiter denn da hinten und ja, und da kann ich jetzt leider nichts machen, meine lieben Freunde. Ihr seht das ja, wie das jetzt hier abläuft. Und ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen weiter nach links weg. Ist er hier irgendwo beim Boot? Nee. Er kann natürlich da. Na? Wer pfeift hier? Ist er das?
Das ist doch er hier mit seinen speziellen Haaren. Wie weit sind wir jetzt davon noch entfernt? Ja, wir sind eigentlich genau da. Der muss hier in diesem... Da oben muss er drin sein. Hier drin. Hier oben. Hier müsste er drin sein. Mal sehen. Nee. Toll. Ja, das finde ich nicht gut. Also, dass sie das so gemacht haben. Ist er da oben? Da oben ist er. Ja. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggerät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uber und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgred hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Moment. Was ist zwischen dir und Uber? Lass ihn. Ich werde keine Seite wählen. Uber hat seine Art und du hast deine. So viel ist klar. Ich werde mich nicht auf eine Seite schlagen. Nix. Nein, du willst dir einen Namen machen. Ich weiß, was es heißt, ein junger Dränger zu sein. Du denkst an Ruhm und Schicksal. Endlich jemand, der mich versteht. Ich kenne Leute wie dich, Wolfsmal. Aber ich sehe nicht so weit in die Zukunft wie du. Dein Späher kommt nicht wieder. Der ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burgred uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Durchsuche die Kirche, durchsuche das alte Badehaus. Da hinten ist wohl die Kirche, ne? Jetzt haben wir auch wieder Ziele. Ja gut, hier muss man ein bisschen seinen Kopf anstrengen, um überhaupt... Ups. Um ihn zu finden, ne? Wie ihr gesehen habt. Dürfen wir aber nicht auffallen. Kirche ist weiter weg. Na, bevor wir hier auffallen oder so, mache ich lieber nochmal einen Speicherstand. Woanders rein. Ganz vorne so, das wäre zu einfach. Ja, manchmal fällt mir die Fluppe runter. Aua! Aua! So. Die Kirche wird gut bewacht. Ja. Aber es muss einen Weg geben. Mit Sicherheit. Da oben geben. Du Witzer! Komm her! Immer weiter so. Jedes bisschen hilft.
schön in Slow-Mo. So, die Pfeile holen wir uns erstmal wieder. Nicely. So, und jetzt müssen wir natürlich... Einen Moment. So. Na, kommt er da rein? Nee, der kommt... Wie das in Slow-Mo, also das gefällt mir wirklich gut. Na, wir müssen wohl... Oh Mann, schon wieder einer. Nach oben. Mal gucken, was das hier ist. Ah, da draußen sind die. Das müsste hier nach oben irgendwo gehen. So. Was ist das hier? Nahrung. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Von der anderen Seite versperrt sein. Ist mir egal. Wir spielen auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad und gehen einfach mal hier schön hoch. Ihr seht ja, man kommt auch durch die Fenster durch. Ja, durch das jetzt wahrscheinlich nicht, aber... Hier aber. Nee, das ist der Schatten. Steht denn da? Suche. Durchsuche die Kirche. Ja, genau. Das ist natürlich klar. Die Frage ist bloß, wo da was sein soll. Wir waren ja schon drin überall. Ich habe auch schon durchsucht. Aber ich habe nichts gefunden. Wieder eigentlich müssen wir ganz nach unten und wieder rein da in die Olga. Ist nirgendwo was, also ich sehe hier nichts.
Da ist das Let's Play vorbei. Ich würde das gerne mit euch noch in den 5 Minuten jetzt schaffen. So. Mal gucken, ob hier oben was ist. Hier ist nichts. Hier ist, glaube ich, auch nichts, ne? Was ist das? Nichts. Da ist auch nichts. Also das ist ja... wirklich... ja, und hier geht's eigentlich, da oben geht's noch hoch. Ja, ich sehe hier nichts. Blöd. So, jetzt müssen wir nochmal eine Etage höher. Aber wir kriegen, kommen ja eigentlich nicht mehr höher, ne? Wie soll man denn da noch hoch jetzt kommen? Scheiße. Dahinter ist es. Hier hinter ist es auf jeden Fall. Sie wurde wohl verriegelt. Naja. Und wie kommt man dahinter von da oben hoch? Denn hier das kaputt machen? Ja! Oh ja. Geil. Hier ist aber noch nichts. Das wird unten weiter sein. Hm. Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Lofrits Anweisung. Burkrit gibt sich nicht kampflos geschlagen. Ihr könnt euch das durchlesen, wenn ihr auf Pause drückt. Ich muss jetzt ein bisschen beschleunigen. 57 Minuten und 43 Sekunden. So, das wäre einmal das. Ja, dann machen wir das hier. Ja, Zodis Zorn. Reichtum erworben. So, das haben wir durchsucht. Alles in Ordnung. Das kann ich euch noch vorlesen. Erntet die Felder ab und ladet die Karten voll. Diese Nahrung wird uns versorgen und wir müssen sie so schnell wie möglich wegschaffen. Ich werde selbst mit den Karten reisen und dafür Sorge tragen, dass sie sicher bei ihren Männern ankommen. In der Zwischenzeit werden wir alle in der Kirche und im Badehaus lagern. Bewahrt Ordnung, bleibt wachsam und wartet auf meine Rückkehr. So, dann müssen wir nur wieder raus hier und dann können wir auch speichern. Mhm. Geil gemacht alles, ne? Hör auf. So. Und hier speichern wir ab, manuell. Ja, meine lieben Freunde. Oh. Okay, müssen wir hier raus. So, es ist zwischengespeichert. Dann müssten wir hier eigentlich auch speichern können. Let's Play ist beendet. Okay, es kann momentan nicht gespeichert werden. So, jetzt aber, ne? Ja. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Assassin's Creed Valhalla. Morgen werden wir 8 bis 10 Stunden zocken. Ich habe voll Bock drauf. Ich halte mich kurz. 10 Sekunden noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Robin Hood. Bye, bye.